Hallo und herzlich willkommen zu einer ersten Folge von Stormworks. Ihr seht gerade, ich hab das noch nie gespielt. Also doch, ich habe das schon mal gespielt, aber ich habe noch nie eine Aufnahme davon gemacht. Und deswegen wollte ich euch mal dieses ganze Spiel einmal hier schon mal zeigen, wie das alles so ist. Also Stormworks ist ein Spiel, wo man Schiffe, Flugzeuge und sogar Autos fahren kann. Nur man muss die Autos sich halt selber bauen. Wenn man keinen Bock hat und zu faul ist, die selber zu bauen, so wie ich. Ich bin ziemlich faul, Autos selber zu bauen, und ich kann das nicht. Und deshalb lade ich mir einfach sie von Steam Workshop. So wie hier. Ja. Da hat man schon ein paar Sachen und das alles, die man gerne laden möchte. Aber ich laber jetzt nicht mal weiter herum und wir gehen jetzt erstmal direkt in das Spiel rein. So, da sind wir wieder. Ich habe noch ein kleines bisschen vorgearbeitet, weil sonst würde das alles einfach viel zu lange dauern. Ich habe schon mal das Schiff komplett mit den ganzen Containern beladen. Und hier ist nur noch einer übrig. Den muss ich noch hier reinpacken. Und diese ganzen Container, die werden wir auf jeden Fall gleich ausliefern. Und hoffentlich wird das auch alles ganz gut klappen. Und hoffentlich kommen diese ganzen Container auch unversehrt an. So, dann legen wir mal los. Muss man hier richtig hochjumpen. So. Bisschen hochfahren. Dann das hier ein bisschen links. Bisschen zu weit. Okay, ein bisschen höher. Nein, das klappt so nicht. Muss noch ein bisschen hier ein bisschen hier verschieben. Das ist ein bisschen schwierig. Okay. Ja, komm schon. Zwei hängen schon dran. Zwei hängen schon dran. Na gut. Wenn dieser eine nicht dran will, dann muss ich das halt eben persönlich machen. Will er mich gerade komplett verarschen? Eben hing der ja noch gar nicht. Och Mann. Das kann ja noch lange dauern. Ich hasse es einfach. Oh nein. Der will mich doch jetzt nicht ernsthaft veräppeln, oder? Hier ist ja auch eine Leiter, Alter. Das habe ich hier komplett gar nicht immer gesehen. Hier ist eine komplette Leiter. Das habe ich ja gar nicht immer gesehen. Puh. Okay. Aber die muss noch ein bisschen hoch da.
wieder und ein kleines Stückchen zurück. So, jetzt lassen wir den ganzen Schrott hier mal ab. Aha, perfekt. Er hängt jetzt dran. Okay. Dann senken wir mal unseren Gurkenkran hier. Okay. Gut. So, es muss immer alles ganz schön mittig sein, damit das Gleichgewicht auch ganz schön stimmt. So, alles schön mittig. So, jetzt gehe ich mal. Zum Glück war hier noch ein Leiter. Sonst könnte ich jetzt nicht mehr auf das Schiff rauf. Aha. Ja, wunderbar. Hätte mir auch jemand mal sagen müssen, dass da eine Tür ist. So. Übrigens, wir gehen auch gleich in die Brücke rein, wenn wir hier alles beendet haben. Zack. Und jetzt können wir hier wieder nach oben rauf. Okay. Nach oben. Jetzt hängt das eine Stück der auch jetzt noch da dran, ey. Ich glaub's nicht. Man will hier einmal nur eine erfolgreiche Arbeit machen und dann hängt schon irgendwas und dann hält mich fast alles auf hier. Mein Gott, ey. Ist schon ja fast Nacht, ey. Ich stelle es mal ein bisschen wieder auf Tag. Aber das habt ihr nicht gesehen, okay? Das habt ihr nicht gesehen. Verspricht mir, das habt ihr nicht gesehen, was ich eben gerade gemacht habe. Oh, warte, wir machen mal ein bisschen Lights. Ein bisschen Lichter an. Okay, machen wir etwas Starter. Rattle und Klatsch. Und genau, Klatsch. Ja, yeah. Yeah, wunderbar. Jetzt fahren wir los. Jetzt wird geliefert. Jetzt wird einmal richtig, richtig schön geliefert. Ja. Bitte, das habt ihr nicht gesehen. Ach, geil. Ich finde das Schiff einfach nur geil. Boah, aber das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 Containers sind hier drauf. Boah, aber wie das Schiff auch, dass hier alles tragen kann. Aber ja, stimmt, hier ist auch richtig viel Hohlraum. Hier ist auch richtig viel Luft. Wobei, ich muss noch einmal was machen. Am Kahn. Ich muss noch ein bisschen nach vorne fahren. Zack. Jetzt ist der Kran mittig. Ja. Sieht auf jeden Fall alles ganz toll aus. Oder ich kann auch ganz nach hinten machen. Vielleicht lasse ich ihn ja auch am besten hinten. Ja, ich glaube, so sieht das Ganze auch alles natürlich schön besser aus. Puh. Oh. Ups, ich glaube, ich habe da eben gerade einen Kratzer reingefahren.
Oh oh, ich glaube, das ist gar nicht gut. Hoffentlich wird der Chef mich nicht feuern, wegen das ist, aber das Schiff gehört ja eigentlich nicht mir, sondern es gehört jemand anderem. Eieiei. Aber ich kann es ja reparieren, indem ich einmal nochmal hier von unten was hole. So. Nee, hier ist nicht. Eine Etage weiter rauf. Aha, hier. Jetzt gehe ich hier einmal nach draußen. Und hoffe mal, dass ich das Problem auch finden kann. Mal, dass auch, dass ich das Problem auch ganz schnell wieder hinkriege. Schön wieder gefixt. Mann, nein. Oh, es tut mir leid, aber ich muss jetzt einen O-Clap machen. Ich musste leider einen O-Clap machen. Ich bin vom Schiff runtergefallen. Und deswegen musste ich einfach einen O-Clap machen. Ich bin zu faul, wieder nach oben zu gehen, also mache ich jetzt hier auch hier Note. Warte, ich habe hier noch gar nicht. Oh. Karte muss. Ich dachte, hier wäre was. So. Also, wir müssen auf jeden Fall hier hin. Ich habe das vergessen, komplett das Ziel zu markieren. Warte mal. Das ist die ukrainische Flagge, aber nur falsch rum. Das ist die ukrainische Flagge, aber nur falsch rum. Och Mann. Das muss mal umgedreht werden. Und das ist so nahe die ukrainische Flagge. Und übrigens, eigentlich fahre ich hier gerade sehr viele Radioaktivitäten mit mir herum. In den ganzen Container sind ganz viele Radioaktivitäten drin. Deswegen gibt es hier in diesem einen Fenster so ein radioaktivitätisches Gerät. Und genau das da, wo dies ein Symbol ist. Ein radioaktivisches Gerät, wenn hier irgendwo in diesem ganzen Bereich irgendwo vielleicht Radioaktivität sein könnte. Dann muss ich die Radioaktivität Anzug anziehen. Und so muss ich dann die ganze Zeit mit dem radioaktivitätischen Anzug mit dem Schiff hier einfach rumfahren. Ja. Und das wäre natürlich nicht zu fühlen. Wieso ist das Wasser höher? Ist das eine kleine Flutwelle? Oh oh. Ja, eine kleine Flutwelle. Zum Glück wir. Oh mein Gott, Alter, wie stark ist bitte schon diese Flutwelle? Oh mein Gott, Alter, die hätte mich ja fast nach unten geschmissen. Habt ihr das gerade gesehen? Die war so voll fast mit Wasser. Alter.
Dieses Schiff ist echt stark. Muss ich schon mal sagen. Auch schön. Ich finde das Schiff endlich schön. Ganz schön. Schön, schön. Warte mal. Ich muss da noch einmal gucken, wie viel Fuel die Batterie ist auf 100%. Und Fuel. Oh. Ich habe, ich glaube, das ist so. Das ist 2 Millionen. Nee, das ist. Oh mein Gott, wie dumm. Das ist 27.890 Fuel. Das ist doch keine Million, ey. Die Flutwelle geht immer weiter hier voraus. Boah, aber diese Wellen, ey, die sind ja voll kantig. Wieso sind diese Wellen eigentlich so kantig? Wobei meine Hand ist auch kantig. Das ist wieder ein blöckiges Spiel. Wie Minecraft. Im letzten Video. Ja, ja, ich kann mich noch daran erinnern. Wie Minecraft auch so eckig war. Aber nicht so wirklich kantig. Das war, also Minecraft war blöckig, aber sowas von blöckig. Das ist aber nicht sowas von blöckig. Eher runde. Oh Mann, das kann ja noch lange dauern. Wie spät ist es denn hier so? Oh, 10.56 Uhr. Warte, das macht. Ach stimmt, ich habe ja noch vergessen, hier ist ein Radar. Aber ich habe Langeweile, also gehe ich mal kurz nach unten, was ich so machen kann. Kleidung. Sorry, Room Pool. Ein Pool? Oh geil! Was ist das da? Pilot sieht. Tetris! Oh, wie geil! Das geht nicht. Muss ich mal ein bisschen Elektrik. Aha, jetzt. Aha, okay, spielt Tetris. Okay. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Es ist schwierig. Diese Steuerung. Puh, okay. Dann geht das mal hier nach unten. Oh mein Gott, oh mein Gott. Nein, nicht in die. Nicht in diese. Ja, ich hab's noch geschafft. Geil, ich hab's geschafft. Jetzt muss ich das. Ja, so machen. Oh mein Gott, diese Steuerung.
Hier beim Tetris ist sowas von schwierig. Nein! Oh mein Gott. Ich glaube, so kann ich unmöglich Tetris spielen. Alter. Alter, ich drücke einmal W. Er geht direkt 1000 Blöcke nach rechts, ey. Ich drücke nur einmal D oder keine Ahnung, W, irgendwas. Junge, der geht direkt, wenn ich D drücke, dann geht der direkt einfach nach rechts. Tausende Blöcke nach rechts, ey. Was ist das denn? Hier wurde es weg. Among Us. Ach ja, im Pool, und das ist ein richtig geiler Film. Schreibt es in die Kommentare. Ist der Film geil? Oder ist er geil? Wenn der Film geil ist, dann schreibt einfach geil in die Kommentare. Einfach nur geil in die Kommentare. Oh, und was ich noch vergessen habe zu sagen. Bitte lasst noch ein Like und ein Abo da. Das würde mich mega, mega mäßig freuen. Genauso wie dieser Among Us. Seht ihr, wie viel Spaß er hat? Ich glaube, der hat mega viel Spaß. Das Spiel kenne ich auch. Da muss ich immer E drücken. Das darf nicht zu hoch gehen. Ui. Oh nein. Was? Oh oh. Oh nein. Oh mein Gott. Was haben wir noch so? Ein Autospiel. Muss ich die Coins einsammeln? Hier muss ich ausweichen. Okay, verstehe. Verstehe, verstehe. Mhm. Oh mein Gott. Ich werde ja immer schneller. Hab schon ein Leben verloren, weil ich dagegen gefahren bin. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ich will doch nur ein normales Spiel spielen. Und die geben mir so ein Horror-Game. Spaß. Oh mein Gott. Aber dieses Spiel macht echt Spaß. Ein Spiel in einem Spiel. Oh, alle vier Coins einfach eingesammelt. Ein Spiel in einem Spiel. Stormworks im Auto. Yeah. Ich konnte diese Mütze hier leider nicht einsammeln. Oui. 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 Oh mein Gott. Oh Gott, ich werde immer schneller. Oh, oh, schade, schade, schade. Schade. Aber das war eigentlich ein nice Game. So, also ich würde mal sagen, dafür beende ich jetzt erstmal die Folge. Wegen, das dauert ja noch mega lange. Und dann würde ich mal sagen, bis dahin. Obwohl, warte, ich gehe noch einmal raus. Ich gehe noch einmal hier zur Brücke. So,
Ich wäre fast wie die Titanic geendet. Also ich hätte fast wie die Titanic geendet, hätte ich jetzt nicht aufgepasst und wäre ich jetzt nicht auf die Brücke gegangen. Ja. Also, dann würde ich mal sagen, bis dahin und dabei beende ich ihn jetzt. Oh mein Gott. Ich beende jetzt die Folge und bis dahin, ciao, wow.